Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeine Rade am Sonntagmittag mit den Sebi und dem Philipp. Einen wunderschönen. Moin, moin. Moin, moin. So, ich bin jetzt nochmal mein MAN hier zum Hofer gefahren, um den mal abzuladen. Und Leute, ich muss euch eine Story von gestern erzählen, Alter. Das war ultra nervig. Ich komme so gerade von Holzarbeiten nach Hause, nehme so, ja, perfekt abgeladen, schieben wir mal einen Anhänger rein, ne? Ich stehe auf der Straße, will ihn so reinschieben, kommt ein Auto. Denke mir so, ja gut, wir machen nochmal auf Zeiten fahren. Auto ist vorbei. Denke mir so, nächstes gut. Nächstes Auto. Da kommt nochmal ein LKW, dann kam ein LKW. Dann kommt nochmal ein Traktor, kommt nochmal ein Traktor. Irgendwann war ich bei der Hauptstraße oben, dass die Nähe jetzt keinen Bock mehr. Ich drehe jetzt oben um und fahre runter. Schieb den Anhänger nochmal zurück und dann stehe ich nämlich wieder ein bisschen weiter vor der Halle. Alter, ich habe damit nur eine halbe, so viel Zeit verbraucht, nur weil ich die ganze Zeit ausweichen musste, Alter. Nee. Aber er steht jetzt schön sauber gerade in der Halle. Schöne Dreschi-Dreschi-Party. Mir geht's auch gleich weiter mit Dreschen. Baum, Baum, Baum. Oh, die. Ich hatte die Dresche übrigens schon wieder hingestellt, schön, ja. Danke. GPS, glaube ich, aktiviert. Siehst du, so bin ich zu dir. Wie ist er zu mir? Steigt in meinen LKW ein und hängt meinen Hänger ab. Was? Das habe ich schon so Ewigkeit nicht mehr gemacht. Aber hast du schon mal gemacht? Ja, das ist auch schon wieder länger her. Ja. Also, sag nichts Falsches, ne? Oh, nee, du. Habe ich 10 Euro. Aber von eher vorgewinnen wir so ein bisschen Erweiterung, jetzt kann ich glaube nicht ganz so gut umdrehen. Wie viel Raps haben wir jetzt eigentlich schon im Lager? Ja. Wir finden da. Ja. Was war das? Ich habe keine Ahnung, wie viel Raps wir schon im Lager haben. Also. Knapp eine Viertel der Million, 251.000 Liter. Wenn ich mich nicht verguckt habe. Und es war schon. So. Preis steigen, das ist nicht schlecht. Das ist Das wird mir 30er Zone, weil die Rasen herum, das geht nicht dahin. Oh, ich habe mich verschrieben. Echt? Hier. Das wird mir. Also, das hier eine 30er. Ja, gut, ne? Das wird eine 30er Zone, die Ratten. Ich hab da. Ja. Hat. Oh nein. So, passt. Ja, ich fahre noch mal runter.
Ich sag, ich hab nichts mehr. Also wieder aus deutschen Gründen sind wir ganz schief geworden. Oh nein. So. Dorian? Hm. Konnte gerade Philipp nicht reden? Nee, er hat es Spaß gemacht. Weil ich mich halt jemand auf Discord an, ich nicht dran. Was ist das? Ich habe halt wieder jemand auf Discord an. Wir sind diese 10-Jährige, die stehen hier benannt beim Schatten. Haben wir auch schon mal gemacht. Haben wir schon mal Nein. Nein, nein, haben wir nicht. Hat keiner mitgekriegt, schneide ich raus was. Ganz kurz auf die Felder gucken hier. Synchro, ja, hat sie wieder gefangen. Oh Gott. Wie viel Zeug braucht denn bitte Pflügen? Ja gut, ne? Das hat aber überall Mais drauf, stimmt. Da war was. So, jetzt muss ich schnell umdrehen. Kalken braucht immer auch wieder. Gut. Also Jungs, das ist auch jetzt die 5. Die 40. Ja, die 5 und die 40 brauchen Pflügen und die 6, 7, 16 brauchen. Haben wir die 5 nicht echt gepflügt? Ah, warte mal, das könnte auch noch synchronisieren. Oh Gott. Das könnte auch noch synchronisieren, ich weiß es nicht. Schau ich mal hier weiter. Die 5 braucht nicht gar nichts. Die 16 braucht Kalk. Sonst nix. Die 40 braucht Pflügen. Und die 6? Und braucht auch Kalk, die 7 oder? Und die 6 brauchen Kalk und die Wiese braucht Kalk. Wiese? Kuhwiese auch? Warte mal. Gras anmachen? Ne. Bis auf die 7 und die 6 braucht man. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Map-Grenze? Feldgrenze war nicht. Oder was war? Nee. Voll. Oh. Ein Stück schon. Ja, ich habe nur 67%, das geht noch. Ich habe das. War das Feld doppelt gedüngt? Die Gedünge gefühlt zu viel runter. Doch, war's. Da war der Boden nicht mehr ganz so gut. Was ist denn mal kaputt? Soll ich dein Video kaputt machen? Nee. Ist halt mit dem Jodier oder was? Nee. So. Ich werd dann ganz andere Wörter. Musst du da alle wegpiefen. Viel Spaß dann im Schnitt. Ja, kein Problem. Ich kann gern weitermachen. Ich glaube, das fällt gar nicht auf. Ich leg da einfach ein bisschen den Muckel drüber und dann passt das. Du könntest so Pferdegeräusche machen, wenn wir sowas sagen. Wie zum Beispiel Fuck oder so. Also so penibel wie tatsächlich gar nicht sein, also ich weiß nicht, ob das dann ja, wie soll ich das sagen, YouTube genauso sieht wie du. Also es gibt viele Leute, die benutzen auch teilweise ein bisschen mehr Schimpfwörter und die Videos gehen trotzdem durch, also ich glaube,
die ist es nicht glas.com. Kennst du das? Was für ein Teil? Glas.com. Nee, ich kenne nur Cornhub.com. Dann noch statt 10p, dann weißt du, was ich mit Glas.com meint. Ah ja. Soll ich sagen? Nein. Die Folge wird so oder so dann FSK 18. Ich sieh's. Aber es war ja bei vielen anderen Folgen noch teilweise schon noch ein bisschen schlimmer. Die sind trotzdem nicht FSK 18 geworden, also wird es wahrscheinlich wieder on the road. Wer ist das Schlimmste von euch zwei? Wer in Bezug? Schimpfwörter. Also, ich glaube, das ist immer relativ auf einer gleichen Ebene. Oh, dann ist da noch ein Baum. Wer der den dahin gesetzt? Oh. Der Modder. Gar nicht. Der blöde Frosch, der was. Was? Setzt der da einfach einen Baum hin, ey. Okay. Aber ich finde ehrlich, gerade ist eine richtig schöne grüne Map. Viel ja. Bäume, viel Gras. Ja. Pollen. Habt ihr Pollenallergie? Ein bisschen. Baby, du? Ein bisschen. Nein, hab keine. Schade. Du? Ich hab auch keine. Ach, wer hat denn den da jetzt hingestellt? Hier steht ein Case. Dann fahr rückwärts dahin. Er ist leer geworden. Dann fahren von der Rampe runter. Ihr seht schon, Navi. Ihr regelt das. Gott. Aber auch so, dass ich ihn gleich aufladen kann. Es liegen gleich nach der Ladung keine Silageballen mehr rum. Ja gut, mal gucken wir mal, wie viele FPS dann am Hof sind. Da liegen aber noch ein paar normale Ballen. Ja, die kommen dann auch weg. Ja. Oh Gott, sind komm nicht vom Fleck, ey. Hier ist auf der 16 noch. Oh, schon noch ein bisschen was. Also ich hab's gleich auf der 30. Keine freie Kapazität mehr für Raps. Oh. Marikus. Ich hab's oder gleich hier und dann machen wir. Genau, die Reischkörper drin stehen. Ja, ich hab noch eine Idee. Lucy, warte ganz kurz, Dresche nochmal das zu Ende, ist noch eine Bahn. Ja, eine halbe. Und dann mache ich meinen Anhänger auch noch voll und dann fahren wir beide schnell abverkaufen und dann werde ich gleich loslegen mit dem Abverkauf. Dann passt es wieder, dann geht der Preis nicht allzu schnell kaputt. Oder wir kriegen noch am meisten Raps für gutes Geld weg. Da stehen jetzt Reischlinge im Weg. Ja, die will ich ja jetzt rausfahren. Nee, passt schon, du kannst deine Arbeit weitermachen. Ich bin ja eh fast fertig, ich muss noch die Ballen, muss nur noch ab. Du bist schon dran, okay. Dann fahr ich die Reichen schon raus. Nee, wenn wir ja eh gleich den großen Abverkauf machen, dann kann ich ja die Reichen an meinem Fendt hinten hängen lassen. Ja. Kannst du machen. Dann mach ich jetzt mit die Reichen. So, zack. Und das räume ich dann nachher auf. Ich komm da nicht rein von der Höhe her. Oh. Ja, dann wart kurz. Dann komme ich gleich zum Hof und dann verkaufen wir. Ich habe ja noch was auf dem Feld stehen und nicht gerade wenig, das ist das Problem. Aber gut, ja, glaub, das bisschen. Wir haben 300.000 Liter drin, das passt. Wir haben einen 1000 Arbeit HG. Schage. Philipp? Ah, ja, Sebi. Ich könnte auch schnell mal einen der zwei Reiskörper voll machen. Dann kannst du da drin abladen.
Sebi, ich glaube, wir haben im normalen Silo, glaube ich, auch noch Raps drinnen. Schau mal nach. Dann hol ich den da raus. Ja, in dem Standard-Silo, was wir schon auf der Bike haben. Hol ihn mal bitte da raus. Hängen ja schön als Gespann hintereinander. Oh. Am Beginn ist ja Kleider. Ich fahr mir eine Schnarchnase. Ich überhole. Also der Flo. Nee, ein Auto. Weil wir denken, ja, der Flo fährt ein bisschen zu lang. Nö. Ich fahr Flo fährt alles, was der Fahrzeug hergibt. Kompakt du. Nee, ja, auf der Geraden beschleunige ich gerne, aber in die Kurven natürlich. Normal. Raps. Oh, Auto, bitte. Und die Raps ernten. Ja. Da ist nichts in dem Silo drin. Ja, hab ich mir gedacht. Ja, wir haben genau 300.000 Liter und das ist alles im anderen drin. Vielleicht haben wir noch Platz, theoretisch. Wie mal, achso. In welchem Silo? Oh, die ist voll. Von Silo ist voll. Von 1.100.000 Litern haben wir 300.000 Liter. Na gut, ne? Dann bin ich auch von der Rampe weg. So. Sebi, du könntest auch, wenn du willst, die zwei Reischlinge austauschen und dadurch den einen Lizard-Anhänger kaufen. Ich verliere die Reischlinge irgendwie. Na, ja, nein, nicht deswegen, sondern weil da mehr Platz rein, weil da mehr reinpasst. Die wollten wir sowieso egal. Eigentlich hatte ich oder Flo vor, die sowieso zu wechseln, aber gut. Ja, machen wir ja für den Abverkauf, können wir sie doch behalten, dann machen wir ganz gut Kohle, dann können wir uns auch neue Anhänger kaufen. Ja, aber zu viel Anhänger auf dem bringt ja auch nichts. Nee, wenn und ich meine LKW. Ja, Abverkauf. Oh, stopp. So. Wo ist der Philipp? Bin wieder am Feld. Leer oder fertig. Voll? So, viertel voll bei einem Anhänger. Und Dresch jetzt dann ein Drittel voll, also. Darfst du für dich zur Hage fahren? Ja, fahren wir auch. Hab schon geguckt, wo es den besten Preis gibt. Wo ist die Hage? Direkt davor. Das ist die eine da hinten, wo du Schummel. Bei Feld 7. Da wo ich den Kalk geholt habe. Genau, da. Da. Aber warte noch ein bisschen, bis ich und der Flo fertig gedroschen haben, dann. Ich bin schon fertig mit Dreschen, bin schon am Hof und hab schon eine Fuhre voll da. Na toll. Deswegen habe ich ja gesagt, ich bin schon fertig. Mag nicht einer noch mit dem anderen Drescher schnell zu mir kommen? Ne, lohnt sich nicht. Bis ich da unten bin, dann bist du fertig. Dann würde ich vorschlagen, dass der Sebi den Unimog nimmt, den großen Aufbau drauf macht, wo man Zeug reinladen kann. Da haben wir drei Gefährte mit relativ gut Tempo und Wumms unter der Haube und auch noch relativ okay Füllzahl. Ja, das wird zum Verkaufen, meinst du was? Ja, dann fahrt der nämlich schnell zu mir rauf, dann kann der Flo schon mal den anderen MN füllen von mir. Warte mal hinterher, Flo. Ja. Kauf jetzt schon. Wir sind jetzt beide schon bei Hage momentan. Wir sind schon beide drüben. Ja, okay. Und wegen dem bisschen da oben. Das ist so unrealistisch. Ne? Warum? Ich war noch einen halben Meter von dem Baum weg, aber ich bin trotzdem hängen geblieben. Überhaupt. Mal genug vorfahren. Oh, da kommt's. Oh, stopp. Da kommt's rein, das schwarze Gold. Der kommt aber bloß 8000 rein. Ja, momentan, aber. Oh, das ist so nervig, wenn man bei so hoch aufgibt. Lass mal schauen, Abschiebewagen.
vielleicht sogar schlauer, dass wir den Reich aus der Schlucht zum Krampel, ne? Ja, wäre gar nicht schlecht. Wir können ja dann innen drin nachschauen, wie viel für den, wie viel für den Raff bekommen haben. Wir haben Ernte heute bis jetzt 58.000. Geht. Also das ist schon ein bisschen eng. Aber geht. Deswegen habe ich ja die Drehschirme dabei. Naja, man kommt mit dem anderen auch locker raus. So, passt. Ja, schön beide gleichzeitig abkippen. Muss mal gucken, ob es von den Krampe auch eine Mod gibt. Und dann kann man ein bisschen umlackieren, dann passt er besser zum LKW. Ich kenne einen Krampe Multicolor. Schick dir dann den Link. Ja, kann man dann gucken. Gucken wir wahrscheinlich wieder nicht. Ich habe jetzt ein bisschen was ausgeholt. Und gerade ein bisschen gelockt. Ja, ich bin gerade am Durchtappen. Ah, man merkt's. Ja. Passt. Oh, Sport. Habe ich Allrad reingemacht, jetzt kommt der LKW richtig gut weg eigentlich. Also ich glaube. Hier an Reifen. Oh ja, das mit den Ballen war schon gut, weil ich bin jetzt am Hof und habe jetzt hier wieder 43, 50 FPS, also. Ja, echt? Okay, ja dann. Ja. Und vorher 30, 39 sowas. Oder 35. Das hat schon was gebracht. Hat sich das eben schon mal gelohnt. Fast, nächste Anhänger voll. Ich würde sogar sagen, dass der Sebi sich seinen zweiten Traktor schon verdient hätte. Ja, dann. Wenn er einen will. Ich will den LKW haben. Okay, fast LKW. Flo fährt vor. Okay. Hast du Platz zum Rausfahren? Dürfte gehen. Nee, geht nicht. Oder? Nee, geht nicht. Seiner Kratzer. Wobei, ja. Die Lukas, die kann seiner Kratzer, aber den kann man auspolieren. Ja, der wird eh verkauft, also. Ich kann so schlimm. Ja, der Reichanhänger? Ja. Kaufen. Soll ich dir schon mal den Krampel? Obwohl, nee. Nee, wir holen uns dann den Mod. Aber, soll ich schon mal den einen Anhänger, der wo wir eh kaufen wollten? Holen den einen Lizard da? Ja. Ja, kann ich machen. Ah, die Drehschimmel bleiben für den Verkauf da. Das ist dann auch ein Drehschimmel. Ah, geil. Drum. Prost. Drehschimmel sind ja ein bisschen doof beim Rückwärtsfahren, aber in den engen Kurven sind die ja richtig praktisch. Ja, wenn man sich beim Rückwärtsfahren auskennt, ist eigentlich Drehschimmel auch. Also wir haben dann einfach. Wir haben dann ein bisschen mehr Geld wieder. Aber können halt 4000 Liter weniger mitnehmen, aber das ist dann nicht das Problem. Also wir kaufen gleich von denen zwei wieder, aber. Von den drei Achsen manch? Ja. Glaube ich lohnt sich nicht. Weil es dann glaube ich schon zu lange ist gespannt. Drum. Und deswegen ja. Also wir transportieren, wir haben dann ein kürzeres Gespann. Leider bloß 4000, leider aber 4000 Liter weniger Transport. Ja, das fällt ja nicht so. Kann man aber verkraften und dafür mehr Geld. Also eigentlich hauptsächlich bloß positive Punkte. Jo. Ja, moin, Feld 38 ist auch noch mit Raps voll. Das wird nur nichts. Ich glaube, Sebis LKW wäre jetzt schon drinnen. Oh. Ja, drinnen, ja. Also wenn sich auf den Straßen zwei Fahrzeuge entgegenkommen, das wird schon manchmal ein bisschen eng. Ja. Haben wir gerade bewiesen.
Und überall Bäume stehen. Bin hier immer noch am Dreschen, ey. Wir sind schon beim... Ich sehe bloß so, wie das Geld hochgeht und ich arbeite hier. Aber gut, Jungs, weiter so. Mit deiner Hilfe geht ja auch das Geld hoch. Wenn wir dann zum Feld kommen, würde ich mal kurz abtanken fahren und dann dein Zeug verkaufen fahren. Überhaupt noch im Silo drin? Guck dann, 138.000 Liter. Geht ja noch. Also ein bisschen Zeit habe ich noch. Eine halbe Bahn habe ich, glaube ich, sogar noch. Ohne jetzt die, wo ich gerade dran bin. Ich schaue schon auf den LKW. Hier, mach das. Kannst du den kaufen, wo du willst. Standard MRN. Nicht mehr? Ich nehme den MRN mit Aufbau. Ah, okay, ja dann. Wenn du willst, können wir dann auch noch eine Dolly mit drauf nehmen, die wo. Ich will einen normalen Hänger haben. Ja, mein Fahrzeug wäre schon gut drinnen. Dann kauf! Also so wie ich den jetzt. Ja. Also in meiner Ausführung darf ich den mir jetzt kaufen. Darfst du, ja. Fahrmanager hast du? Ja. Dann hol dir. Sehe ich, wie das Geld einfach so verschwindet. Plopp, ist es weg. Als ob der mit Aufbau so viel teurer ist. Der kostet 10.000 Euro mehr. Ja, okay, dann. Aber ich kann jetzt mehr transportieren, da du meinen Fan beim Händler stehen lassen. Nämlich einen Reichshänger abhängen und mit denen fahre ich dann mit dem LKW. Oder darf ich mit zwei Anhängern am LKW fahren? Normal nicht. Außer man hat eine Sonderding. Aber Sebi, ich würde dir dann halt einfach schnell den 30.000 Liter Ding kaufen. Ja, dann mach's schnell. Dann kannst du nämlich. Ich glaube, da haben wir so wenig Geld momentan noch, aber ich bin. Nee, der kostet 120.000. Achso, das ist ja gar nicht teurer. Ich kaufe schnell, dann fahre ich komplett mit meinem ganzen Gespann zum Händler. So. Dann lass uns mal hinter erstmal stehen oder reparieren. Ja, ich hab noch Michelin-Reifen dazu genommen, sorry. Ja. Aber der Geld jetzt schießt jetzt richtig hoch, ey. Ja, ich bin noch mit Laufen. War schon richtig gut auf allen Feldern drauf. Du musst ja, Michelin-Reifen, ich nehme meistens immer Trelleborg. Da gab's leider keine Trelleborg. Am LKW habe ich ganz gern Trelleborg. Da schaut ein Trelleborg richtig geil aus. Ja. Habt ihr was dagegen, wenn ich meinen Fend am Händler schon lasse? Nee, passt dann alles gut. Die zwei Reichshänger könntest du gleich verkaufen, reparieren und verkaufen. Ich finde den eigentlich schon bei mir, passt nicht so ganz gut. Sebi, also wir haben jetzt den einen größeren. Jo, ich verkaufe die jetzt dann. Ja. Aber erstmal möchte ich beim Abverkauf dabei sein. So, machen wir dicht. Ein paar Steiger und dann ab zum LKW, gell? Du hast einen guten Kraft. Schön schwarz gelissert. Dunkel halt. Was genau so noch drin ist. Fertig mit Dreschen. Perfekt. Ja, meine Folge wird jetzt ein bisschen länger, weil ich möchte nur mal gucken, dass wir den ganzen Raps in der Aufnahme verkaufen können. Ach, da ist ja noch was. Ach, der Lager ist ja verstanden. Wenn man kriegst du 80.000 Liter mit, nee, ne? Philipp, es sieht ein bisschen doof aus mit einem Dreiachser LKW mit einem Dreiachser Kippe hinten dran. So. Ich kenne nur LKWs, die, wo, wenn der LKW Dreiachs ist, hat der Hänger zwei Achsen. Ja, was dann glaube ich schon selbst schon so zu lang sind oder sonst. Eigentlich muss man mein Gespann anschauen. Ich bin gleich drinnen. Also ich komme jetzt auch mit meinem LKW. Flo? Ja. Ist das denn? Ich bin gerade nochmal schon am Sammeln machen.
Ah, hier wird ein Busch. Okay, das geht gar nicht. So, wie viel ist denn aus Lager? So, jetzt fahre ich voll geladen. Junge, das sieht gut gesponnen aus. Ach ja. Ich fahr mal auf. Bin denn ich reingeschossen jetzt? In der Halle. Kannst du mal jemanden ganz schnell? Ja. Schön, schön. Ja. Schaut doch ein bisschen realistisch aus, wenn der Hänger ein bisschen größer ist wie die Maschine. Das schaut auch realistisch aus, was ich gerade mache. Alter. Ist da auch noch Verkehr? Was für ein Verkehr? Auto oder LKW? Autos. LKW wird jetzt gleich kommen. Ich blockiere die ganze Straße, Alter. Wo? Hier bei vom Hagel. Oh, warte, lass mich sehen. Das möchte ich sehen, die ganze Straße blockiert. Nein. Bin doch weg. Wo ist er nicht? Oh, warte, ich muss in der Stadt noch nach Hause fahren. Da ist er. Vorne ist ein LKW. Oh, jetzt wird's knapp. Wie findest du mein Gespann? Schön. Jetzt gehört ja ein kühles Getränk dazu. Was ich glaube, ich gerade beim Flo gehört habe. Nee, das war, wenn er die Gang schaut. Ah, ich dachte, ich habe eine Dose bei dir gehört. Heute soll ich auch noch eine da stehen, aber. Ich kenne dich zu gut. So. Ich bin jetzt beim Hage angekommen. Okay, gut. Alter, der Dresch. Gleich kommt wieder. Gott. Gleich geht's wieder, Mann. Ich komme jetzt auch mit einem vollen Anhänger wieder. Ah, hier kommen gerade die Autos flüssig von deinem Stau. Ja, Oh, das ist tatsächlich so ein bisschen eine XXL-Folge geworden, zum Beispiel knapp 34 Minuten. Oh, ja. Warte, ein bisschen Problem. Was müsste noch im Lager sein? Ich glaube, das Flo müsste doch einmal voll werden. Seid ihr hinten oder vorne rein? Wie meinst du? Philipp, ich kann. Ich mach die letzte Fuhre, denn ich brauch dazu keinen Hänger mehr. Da ist so wenig noch im Lager drin, da brauche ich keinen Hänger schon mehr. Ja. Dann fahre ich schnell die letzte Tour. Ich bin tatsächlich gerade am Drescher heimbringen. Kannst du dann meine auch gleich heimbringen? Ja. So. Langsam. Passt. Wasch mir das Teil mal ab. Komm mal hier rein, gell? Gehen wir weg! Schafft ihr das? Ja, ich hab ja 59.000 Liter Raps. Jetzt bin ich leer. 30.570 Euro. Für mein ganzes Gespann. Oder für meinen Hänger.
Ja. Ich hab eher nur für den Hänger. Also wir haben jetzt 319.000 Euro nur mit Raps heute verdient. Krass. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, das ist ein guter Tagesverdienst, Leute. Dann haben wir 60.000. Also jetzt haben wir 350.000 Euro verdient. Haben wir noch was im Lager? Stabil. Mehr, haben wir noch was im Lager an der Rau? Ne, haben wir nicht. Okay, ist komplett leer. Oder habe ich mich gerade verguckt? Eine, da ist Raps. 9.000 Liter noch. Kann er das Hebel mitnehmen? Ja. Komm ich hier rum? Da hänge ich meinen Hänger ab. Ja, ja, gut. Jo, passt. Wo kann ich den denn abhängen? Stellen bitte einfach. Ich hätte einen guten Stellplatz. Einfach da, wo die anderen zwei Reichshänge drin waren. Da kannst du hinstellen. Ja, da haben wir Platz, da stört er nicht. Da kann ich eigentlich mein komplettes Gespann reinstellen. Ja, kannst du. Ja. Auch. Ich möchte jetzt meinen Hänger nur kurz zwischenparken, während ich jetzt schnell verrauchen fahre. Ich hab den jetzt neben Silo gestellt. Dass ja, ich schnell den verkaufen fahren kann. Ja, passt. Für FPS habe ich jetzt hier. Ich habe jetzt 20 wieder. Naja, das liegt schon gut an den Ballen auch. War mein ich Hänger hab weg. 14 FPS. Ja, und wahrscheinlich halt auch an meinem PC. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast auch leider bloß einen Laptop momentan noch. Ja. Aber wenn ich so nachdenke, wie viel FPS ich bei meinem Laptop hatte, ist das glaube ich sogar noch viel bei deinem. Da ist schon glaube ich ein FPS, oder? Nee, da ist wirklich, also ich glaube ich hatte plus 7 oder sowas. Und das im Stand. Ohne Mods. Na, anfangs ist nur ein Update. Passt, kann man stehen, das Randomleuchte aus. Dann warten wir noch ganz kurz, bis der restliche Raps weg ist. Am Silo ist er schon draußen. Ich bin jetzt kurz vom Hagen. Ich fahre dann rückwärts hinter. So. Guck mal, wie gut man hier rückwärts fahren kann. Was? Sieht's nicht so. Ja, es geht noch. So, steht doch sauber drin, oder? Ja. Bin jetzt gleich rückwärts hinten bei der Verkaufsstelle am Hagen. So, neu anfangen. Oh, nee. Na doch, passt. Bin gleich hinten. Oh. Da kommt er schon. Ja, ja, geht, ja. Jetzt kommt ja. Geld rein. Was? Oh Gott. Oh. Ist doch nicht alles. Ich bin zu weit vorne gewesen. Ja, 106 Euro. Ja, ein bisschen wenig. Das Hänger ist leer. Jetzt kommt Money rein. Ja, man sieht's. Und mit diesem wunderschönen Bild an Geld, was reingekommen ist, nochmal 9000, das lassen wir uns doch gerne schmecken. Dürfen wir uns fürs Zuschauen schon mal wieder bedanken, denn wir sind für den Sonntag dann fertig mit der Gemeinderade. Immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, kostenlos, aber wäre natürlich so nett, würde uns sehr freuen. Jetzt kommt nochmal Flip ist ein legendärer Spruch. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet euch keinen Cent. Damit gebe ich wieder an Florian über. Dann wünschen wir euch noch allen einen wunderschönen restlichen Sonntag. Genießt euch, morgen ist dann wieder Wochenstart, Arbeitsstart, Schulstart, was auch immer. Dann müsst ihr ganz kurz weg, weil der hupt die ganze Zeit, ist ziemlich laut und was steht hier, kein Wort mehr. Und ja, somit wünschen wir euch allen einen wunderschönen restlichen Sonntag. Genießt ihn. Und dann sehen wir uns am Mittwoch zu einer weiteren Folge auf der Gemeinderade hier. Natürlich am Montag wieder zu einer weiteren Folge auf der Stabenbach. Und ja. Bis dann, macht es gut und ciao, ciao. Ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast.